Letztes Mal habe ich euch davon erzählt, dass wir durch unsere Worte Materie verändern können. Heute möchte ich da anknüpfen und einen Schritt weitergehen und euch ermutigen, zu beten. Manchmal verliere ich fast die Hoffnung. Täglich schlagen so viele negative Nachrichten auf uns ein. Die Weltlage und unsere Zukunft sieht alles andere als rosig aus. Mir wird immer wie mehr bewusst, dass hinter all den Geschehnissen Mächte stehen müssen. Da gibt es einen Teufel, der die Welt im Griff haben will. Eine böse Macht, die unsere Herzen beherrschen und die Welt verderben will. Diese Welt gehört aber dem Schöpfer, dem Gott, und da ist es so egal, wie du ihn nennst. Ob du ihn Allah nennst oder ob du diese Macht Mutter Erde nennst, ob du an die Matrix oder an Jesus Christus glaubst oder ob es für dich das Universum ist. Das spielt keine Rolle. Wichtig ist, wir müssen gegen das Böse kämpfen. Weil da kommt gewiss nicht irgendwann von irgendwo außen ein Engel geflogen, der die Welt rettet. Wir Menschen besitzen diese Macht, die Welt zu verändern. Und wie ich letzthin das Reis mit meinem Wort verändert habe, können wir eben auch gemeinsam die Welt zum Guten wenden. Und ich glaube, ein großer Schlüssel liegt darin, wenn wir gemeinsam beten. Genau darüber habe ich letzthin eine Geschichte gefunden. Und die möchte ich euch gerne vorlesen. Der Teufel hat eine weltweite Versammlung einberufen. In der Eröffnungssprache sagte er zu seinen Dämonen: Wir können die Christen nicht davon abhalten, in die Gemeinde zu gehen. Wir können sie auch nicht davon abhalten, die Bibel zu lesen. Wir können sie aber davon abhalten, dass sie eine persönliche Beziehung voller Liebe zu Gott entwickeln und beten. Wenn sie dieses Verhältnis zu ihm gewinnen, da ist unsere Macht gebrochen. Und wenn sie beten, sind wir in Gefahr. Also, lasst sie in die Gemeinde gehen. Lasst ihren Lebensstil, aber stellt ihre Zeit, sodass sie diese tiefe Beziehung zu Jesus Christus nicht aufbauen können und auf keinen Fall beten. Das ist mein Auftrag an euch, ihr Engel der Unterwelt. Lenkt sie davon ab. Und wie sollen wir das anstellen? Fragten die Dämonen. Beschäftigt sie ständig mit der ganzen Fülle unwichtiger Nebensächlichkeiten des alltäglichen Lebens und denkt euch immer wieder etwas Neues aus, um ihre Gedanken zu beherrschen, antwortete der Teufel. Verleitet sie dazu, dass sie viel ausgeben, viel verbrauchen und verschwenden. Überredet die Ehefrauen, sich ganz auf ihren Job zu konzentrieren und unendlich viele Stunden an ihrem Arbeitsplatz zu verbringen. Und überzeugt die Ehemänner davon, jede Woche 6 bis 7 Tage zu arbeiten, jeden Tag 10 bis 12 Stunden. So können sie sich ihren leeren Lebensstil leisten. Haltet sie davon ab, Zeit mit ihren Kindern zu verbringen und für sie zu beten. Wenn ihre Familien schließlich auseinandergebrochen sind, wird ihr Zuhause keinen Schutz mehr bieten. Stopft ihre Köpfe so voll, dass sie die sanfte, leise Stimme des Heiligen Geistes nicht mehr hören können. Verführt sie dazu, ständig Musik laufen zu lassen. Seht zu, dass unermüdlich der Fernseher, Computer und Social Media in ihrer Nähe laufen. So werden allmählich ihre Gedanken vergiftet und die Einheit und Verbundenheit mit dem Schöpfer zerstört. Überschwemmt die Frühstückstische mit Zeitungen, News und Nachrichten, hämmert ihnen 24 Stunden lang am Tag die neuesten Nachrichten ein, bedeckt die Straßen mit Schildern und Plakaten für irgendwelche Produkte, überflutet die Briefkästen mit Werbung und Angeboten von Diensten, die falsche Hoffnungen hervorrufen. Lasst sie auch im Urlaub nicht zur Ruhe kommen. Gebt euch Mühe, dass sie erschöpft und voller Sorge und Unruhe zurück zu ihrer Arbeit gehen. Seht zu, dass sie sich nicht an der Natur erfreuen und auf keinen Fall etwa Gottes Schöpfung bewundern. Schickt sie stattdessen in Vergnügungsparks, in Sportveranstaltungen, Konzerte und ins Kino. Euer Ziel muss sein, dass sie beschäftigt, beschäftigt, beschäftigt sind. Dass sie nur ja keine Zeit mit Gott verbringen. Und wenn sie sich mal mit anderen Christen treffen, dann lasst sie nicht über Gott sprechen, sondern füllt ihre Gespräche mit Klatsch und Smalltalk, sodass sie sich mit einem schlechten Gewissen verabschieden. Vor allem sage ich euch immer wieder, haltet sie davon ab, dass sie Zeit zum Beten finden. Ich kann das nicht ausstehen. Lasst ja nicht ab in euren Bemühungen. Sie müssen immer überbeschäftigt sein, damit sie keine Zeit zum Beten finden. Liefert ihnen für diesen Mangel so viele gute Entschuldigungen, dass sie sich keine Kraft mehr von Gott holen. Bald werden sie aus ihrer eigenen Kraft leben und ihre Gesundheit und ihre Familie für die gute Sache opfern. Es wird funktionieren. Das war ein tolles Treffen. Die Dämonen gingen eifrig an die Arbeit, die Christen überall auf der Welt nur noch zu beschäftigen und zu jagen. Ihnen noch mehr einzuflüstern, sie müssen hierhin und dorthin rennen, sodass sie auf keinen Fall Ruhe und Zeit für Gott, die Natur und zum Beten finden.
Mich hat es schockiert, was hinter all diesen Unterhaltungen steckt und welch große Angst der Teufel vor dem Gebet hat. Also, nutzen wir diese Macht.